Bitte schön. So, herzlich willkommen zum letzten Teil heute mit der Bezeichnung also Grundlagen Barkasse buchen, wobei es jetzt wobei jetzt das wirklich bis zur Gänze abgehandelt wird. Das heißt, also wir haben ja bis jetzt angelegt unsere Konten. Das heißt, also unter Finanzdaten Konten haben wir also unsere Bestandskonten angelegt. Unter anderem, Sekunde, also wir haben unsere Bestandskonten angelegt, die wir eben hier drin sehen. Wir haben also auch dann eben angelegte Sparbuch, eine Barkasse, ein Girokonto und ein Spendenkonto, wobei es also jetzt darum geht, eben diese Barkasse, diese real existierende Barkasse eben zu buchen. Diese Barkasse wurde eröffnet mit einem Kontostand von 123,10 Euro. Mit einem Kassensturz wurde diese also eröffnet, den NetXP-Verein. Und jetzt haben wir also dann eben die ersten Einnahmen und Ausgaben. Diese Einnahmen und Ausgaben, die müssen wir buchen. Und diese buchen wir im Hauptmenü Buchungen eben mit einer sogenannten Einzelbuchung. Ja, jetzt ist es so, dass grundsätzlich das erste Konto, also dass diese Konten hier alphabetisch sortiert werden und in alphabetischer Reihenfolge angezeigt werden. Wenn Sie diese Reihenfolge hier ändern möchten, dann ist es relativ einfach. Und zwar geht man auf Finanzdaten Konten und kann dann eben diese Konten jetzt zum Beispiel eben folgendermaßen umbenennen, dass man eben sagt A-Kasse, dann B-Girokonto. Girokonto, eventuell C-Sparbuch. Und wenn ich dann eben Einzelbuchungen durchführe, dann kann ich eben das Ganze in dieser Sortierung, bekomme ich das Ganze angezeigt. Also das ist ganz praktisch, sollte man wissen. Ja, wenn ich eine Barkassenbuchung mache, dann habe ich also jetzt eben die Möglichkeit, mir einen Buchungspartner zu wählen. Wenn das Ganze ein Mitglied ist oder jemanden, der in meinem großen Adressstamm eben erfasst ist, das heißt also unter Mitgliedern, das könnte also natürlich auch ein Nichtmitglied sein, würde es reichen, wenn ich also hier diesen Namen zu tippen beginne. Es kann natürlich auch sein, dass es kein Mitglied ist. Das bedeutet, ich würde hier einfach eben den Namen so reintippen. Macht man das mal ganz was Neues, macht man Landmaschinenmeier, der hat uns den Rasenmähertraktor repariert. Wir haben dem Landmaschinenmeier jetzt, der hat uns eine Rechnung geschrieben und wir haben dem also insgesamt 105 Euro zu zahlen mit Valutadatum heute und müssen dann eben noch einen Verwendungszweck erfassen. Die hat eine Barrechnung mit der Nummer, weiß ich nicht, 010230, ups, ist ja wurscht. Irgendeine Rechnungsnummer. So, Wenn also die das. unten 1 kennen würden, bräuchte ich die Nummer nicht Ja, reinzuschmeißen. das ist richtig, ja. Zu dem kommen wir aber später noch. Langsam. Okay, dann haben wir hier natürlich, müssen wir jetzt eben das erste Mal eine Einnahmen- und Ausgabenstelle einstellen. So, schauen wir mal, wo sind denn meine Schatzmeister? Reparatur, Rasenmäher, Bereich. Ideeller Tätigkeitsbereich Vermögensverwaltung, Zweckbetrieb. Ich mache das jetzt schon mal ein bisschen vor. Das ist in dem Fall natürlich logisch. Rasenmähertraktor brauche ich natürlich grundsätzlich eben, wenn ich einen Sportverein habe, um den, ja, um den Rasen zu mähen meistens. Und damit, da es keine Neuanschaffung ist, ist das Ganze eben eine Beschaffung, Instandhaltung, Sportgeräte oder Ausrüstung. Hört sich jetzt blöd an, aber in dem Fall ist ein Rasenmähertraktor eben ein Sportgerät, denn ohne dass man den Rasen mäht, kann man nicht spielen. Das wäre also dann eben die 3124. Alternativ könnte man sich also hier noch ja, anderes Konto einfügen. Bei mir ist ein bisschen anders aufgebaut, sie muss jetzt ein bisschen schauen. Okay, dann würde das hier eine Sparte betreffen. Sie wissen ganz am Anfang noch, als wir die Sparten angelegt haben, das ist jetzt das Neue seit 3 Monaten im NetXP-Verein, dass man also diese Buchhaltung eben auch grundsätzlich nach Sparten aufteilen kann.
ist eben jetzt das ganze Fußball. Und ich könnte das Ganze, also jetzt eben einem Projekt zuordnen. Das macht man aber heute in der zweiten Buchung. Ja, Sie sehen, bei mir ist die elektronische Belegablage eingeschaltet. Das bedeutet, also die ist ja bei uns optional erhältlich. Und diese elektronische Belegablage, bei dieser könnte ich jetzt eben einen Beleg hinzufügen. Und ich muss jetzt leider passen, denn ich habe jetzt momentan keinen Beleg hier. Also lasst mich jetzt mal weg. Okay, aber wie gesagt, das kommt ja sowieso in diesen Specials mit dieser elektronischen Belegablage noch einmal. Sobald ich also jetzt unten auf Erstellen klicke, wird diese Buchung erstellt und diese Buchung erhält eine eindeutige Buchungsnummer. Diese Buchungsnummer ist in den Verwaltungen, in den Optionen, wie ganz am Anfang bei diesen ersten Erklärungs- oder Einführungsseminaren erklärt, anzulegen. Diese Buchungsnummer darf später natürlich Lücken aufweisen. Es gibt also hier überhaupt kein Gesetz, das sich um diese Buchungsnummern kümmert. Diese Buchungsnummern sollen später eben nur dafür da sein, dass ich einen bestimmten Eintrag in meinem Kassenbuch, in meinem Buchungsjournal eben eindeutig einen Beleg und damit also auch einem Kontoumsatz zuordnen kann. Das Kontoumsatz habe ich jetzt bei der Baukasse hier nicht. Ist klar. Das heißt, wenn ich diese Buchung später verändere oder diese Buchungsnummer ändere, dann darf ich das natürlich, da gibt es also keine Vorschriften. Ja, diese Buchung ist jetzt erstellt. Diese Buchung würde ich finden unter Buchungen im Journal. Das ist jetzt auch etwas ganz Neues. Hier finden wir unser zentrales Auswertungsinstrument. Und ich will jetzt gar nicht so viel erklären. Ich will Ihnen mal nur ganz kurz zeigen, dass diese Buchung also natürlich da ist. Und Sie sehen, hier gibt es 413, hier ist diese Buchung. Wie dieses Journal genau funktioniert, das schauen wir uns natürlich auch in einer separaten Stunde ganz genau an. Bis jetzt ist es, glaube ich, ganz, ganz easy. Jetzt gibt es noch ein paar besondere Eigenschaften bei diesen Barkassenbuchungen. Zum einen kann es passieren, dass Sie Mitglieder haben, die also ihren Mitgliedsbeitrag gerne bar zahlen würden. Da schauen wir jetzt mal, ob ich so ein Mitglied habe. Na, natürlich nicht. Oder? Haben wir eins? Lastschrift. Na, macht den Huber Max. Dem stelle ich jetzt mal schnell ein, dass der seinen Beitrag eben bar zahlen will. Und zwar hat der einen Beitrag in Höhe von 45 Euro. Das bedeutet, natürlich kann, bevor ich überhaupt einen Beitragslauf mache, ein Mitglied zu mir kommen und sagen, dass er eben gerne seinen Beitrag bar bezahlen würde. Wenn so etwas eintritt, dann nehme ich diese Einzahlung natürlich gerne an, tippe hier 45 Euro, sage dann eben Beitrag 2016, solche Mitglieder gibt es übrigens tatsächlich, die das machen, würde dann als Einnahmen-Ausgabenstelle eben angeben, die Mitgliedsbeiträge, Sparte brauche ich, ja, macht man doch, mache ich Gesamtmitglieder und Projekt brauche ich keins. Das Einzige, was ich also jetzt hier noch machen würde, dass ich eben ankreuze, die Buchung für Mitgliedsbeiträge verwenden. Das würde bedeuten, dass also für die eingestellte Periode, also das ist bei mir ein Jahresbeitrag, eben das Mitglied als bezahlt markiert werden würde. Schlussendlich klicke ich auf Erstellen. Blöde Frage, was nehme ich denn hier für einen Beleg her, wenn mir jemand bar das Geld einzahlt? Rechnung. Wenn ich noch keine habe? Eine Stellen. Barzahlungsbeleg, ganz einfach. So aus einem Quittungsblock, einfach Beitrag, hier 45 Euro rausreißen, Kopie einscannen. Ja, gut, ja. Oder natürlich Rechnung erstellen, aber das ist natürlich deutlich aufwendiger. Okay, das Ganze ist also jetzt gebucht. Wir würden also jetzt dann auch im Mitglied Huber Max, können wir uns mal ganz kurz anschauen, können wir uns in Registerbeiträge eben den sogenannten Beitragsverlauf ansehen. Und wir würden also sehen, dass der für die ganze, also für das ganze Jahr vom 01.01.2016 bis 01.01.2017 eben 45 Euro bezahlt hat. Das heißt, wenn wir also jetzt einen Beitragslauf machen würden, würde der Huber Max eben als in diesem Lauf nicht auftauchen, weil er eben schon bezahlt hat. Ja, das ist eine sehr einfache Einzelbuchung. Das nächste jetzt wäre eventuell eine Spende. So eine Spende ist ebenfalls ganz einfach. Machen wir mal, sagen wir mal, die Gebauer Anna spendet jetzt einen Betrag in Höhe von 150 Euro.
Barspende, die ich also in die Kasse buche. Die A-Stelle ist dann hier der ideelle Tätigkeitsbereich Einnahmen, Spenden, 1101. Sparte Gesamtmitglieder betrifft also den Gesamtverein. Projekt hätte ich hier wieder keins. Und hier würde ich aber jetzt eventuell zusätzlich anhaken, Spendenquittung aus Buchung erstellen. Klick dann eben auch wieder auf Erstellen. Die Buchung wird ausgeführt und die Spendenquittung erstellt. Diese Spendenquittung finde ich dann später unter Spenden, also unter Finanzdaten Spendenquittungen. Und Sie sehen, die wäre also fertig jetzt. So schnell kann es gehen. Okay. Also Spendenquittung ist ebenfalls erstellt. Gut. Wenn ich das Ganze natürlich nur zusätzlich mit einem Projekt buche, also wenn das Ganze also eben mit einem Projekt mit angegeben wurde, dann kann ich da unten natürlich das Projekt mit angeben. Wichtig für uns ist, dass wir jetzt wissen, wie man diese Einzelbuchungen durchführt, wie wir diese später auswerten. Das steht in einem ganz anderen Buch. Das ist also nicht viel schwerer. Also das ist das, was wir jetzt gerade gemacht haben. Wir müssen also nur wissen, wo wir das finden. Und das ist eben, wie gesagt, das Journal in den Buchungen. Das ist das zentrale Auswertungsinstrument, das wir uns in einer separaten Schulung ansehen werden. Ja, das war erst einmal dieses Buchen, dieses Füllen vom Barkasten eben schon mal mit Angabe einer EA-Stelle, einer Sparte. Jetzt eben leider noch keinem Projekt, aber man kann sich's ungefähr denken. Also ja, können wir es aber nur mal kurz mit Projekt buchen, oder? Mach mal. Kann man bei Sparte da nicht dann zum Beispiel Gesamtmitglieder vor Eisstein? Nein, kann man nicht, nein. Das weil? Kann natürlich, ja, weil es kann ja sein, dass ein Verein ohne Sparte buchen will. Also da gibt es ja alle möglichen. Alle. Also, ich muss jetzt da nichts eingeben. Nein, muss man nichts eingeben. Überhaupt nicht. Überhaupt nicht. Also mach mal Getränke Huber. Der kauft jetzt mal, oder wir kaufen jetzt mal für 520 Euro Getränke ein. Getränke für Fest, dann wäre das Ganze, also weil es ja eine Festivität ist, das heißt, wir werden also unternehmerisch tätig, machen das Ganze über einen Wareneinkauf, hoppala, Getränke, naja, sagen wir, es sind alkoholische Getränke dabei, dann sind es 19%, übernehmen und gesparte wäre dann Gesamtmitglieder und dann eventuell eben das Projekt, das Sommerfest, das sich später dann eben ganz genau auswerten will. Wenn ich erstellen klicke, ist die Buchung getätigt. Und auf diese Art und Weise kann man eben sehr schnell buchen. Ich weiß, dass es hier Profis gibt bei den Vereinen, die brauchen für eine solche Buchung ungefähr 80 Kunden. Dann knattern die durch wie nichts. Das sind meistens die weit mehr als 1000 Buchungen per Barkasse im Jahr haben. Ja, gibt es zum Buchen hier noch Fragen? Also zum Buchen eben über die Barkasse? Ja, hat noch keiner gefragt, was bedeutet dieses Buchungspartner nach dem Erstellen beibehalten? Ich zeige Ihnen das mal ganz kurz. Das heißt, wenn ich vor allen Dingen eben oftmals gleiche wiederkehrende Buchungen habe, die Proforma-Buchungen zum Beispiel für die Übungsleiterpauschale. Schauen wir uns mal das Ganze an. Hier zum Beispiel die Feldmann Lilly, die bekommt von mir eine Auszahlung über 720 Euro. Das ist dann die Auszahlung Übungsleiterpauschale. Wenn ich das mit Verzichtserklärung mache, dann kann ich das, wie gesagt, über diese Barkasse eventuell machen, also über diese so eine Proforma-Buchung. Das wäre dann EA-Stelle, eben ideeller Tätigkeitsbereich, Ausgaben, Ehrenamtspauschale 1210. Würde die Gesamtmitglieder betreffen, natürlich kein Projekt. Also das Projekt würde ich dann hier rauslöschen. Brauche ich auch nicht. Und ich habe also nicht nur jetzt einen Ehrenamtlichen, dem ich die Pauschale auszahle, sondern deren eben, sorry, Übungsleiterpauschale gesagt, nein, natürlich Ehrenamtspauschale. Ehrenamtspauschale, dann würde ich das hier unten anhaken. Buchungspartnerdaten nach dem Erstellen beibehalten. Was bedeutet das? Sekunde, ich klicke jetzt auf Erstellen, bekomme eine neue Buchungsnummer. Und Sie sehen, es bleibt jetzt alles erhalten. Das heißt, nur der Betrag geht weg. Das heißt also, ich würde mir dann eben das nächste Mitglied raussuchen, das die 720 Euro bekommt, eben das wieder so eintragen.
und alles andere wird stehen bleiben. Dann muss ich das also nicht jedes Mal wieder machen. Deshalb ist der Haken eben unten bei Buchungspartnerdaten nach dem Erstellen beibehalten. Okay, ja. Keine Fragen mehr? Muss ich aber dann für die jetzt für diese Ehrenamtspauschale natürlich eine Gegenbuchung nur erzeugen. Ja, klar. Also Mit einer Verzichtserklärung. bei der Verzichtserklärung ist klar, also erst habe ich die ausgehende Buchung, die wird natürlich dann, wie gesagt, also im ideellen Tätigkeitsbereich eben als Ausgabe gebucht und das Ganze wird natürlich dann eben auch wieder, natürlich können wir, Entschuldigung, war Käse, denn die würde natürlich im Zweckbetrieb gebucht werden. Also die Übungsleiterpauschale im Zweckbetrieb und das andere dann eben im ideellen Tätigkeitsbereich und ja, muss ich natürlich dann eben die Gegenbuchung machen, das Ganze also im Plus und dafür kann ich dann eben eine Spendenquittung erstellen. Der Beleg hierfür wäre übrigens dann der Vertrag für ehrenamtlich Tätige. Das ist dann der Beleg eben für die Auszahlung. Und der Beleg für die Einnahme ist dann die Spende. Okay? Fragen noch?